Wir werden euch zeigen, was die Standesunterschiede zu bedeuten haben. Okay, versuche folgende Konditionen zu erfüllen. Keiner wird ausgenockt während des Kampfes. Keiner benutzt Arts während des Kampfes. Okay, wenn ich also zwei APs Academy Points mehr will. Keine Arts. Aber das heißt, nur mit normalen Angriffen und mit Crafts also. Wir müssen noch linken. Mit wem machen wir denn mal? Ich würde sagen, einmal... Moment, einmal wir mit Elliot. Und die anderen beiden müssen wir dann, sobald dann einer von denen dran ist. Elliot fängt an. Keine Crafts, okay. Keine Arts, meine ich. Dann würde ich sagen, buffen wir uns erstmal, bevor wir uns auch auseinander dividieren. Okay, wir impeden direkt mal ihn hier, dass er seine Arts nicht ausführt. Okay, hier die Linkverbindung zwischen euch beiden. Kann er blinden lassen, das kann zielen. Dann machen wir das doch mal. Soweit so gut. Hat auch einen gezielt. Okay. Armor Piercing Round kann auch impeden. Er hat eh voll CP. 200. Und wir haben noch kein Ulti mit ihm. Das heißt, dann benutzen wir einfach mal... Und der ist eh noch eine Runde ausgesetzt. Die nächste Runde. Okay, wir haben keinen Analyze. Wir wissen noch nicht, wie viele er hat. Gehen wir einfach mal auf Patrick. Okay, da will der nächste eine Arts machen. Wir haben mit dir kein Impede, ne? Okay, wir könnten noch jemanden analysieren. Mit ihm, ich weiß nicht, ob ich das unbedingt machen will. Geboostet haben wir, auch mit Heilung und so weiter. Ja. Okay, tatsächlich kommt ein Stern dazu fürs Unbalancen. Wenn man Detect macht, gilt das dann für den ganzen Kampf? Ah ne, das Balancing für 4 Runden dann down, alles klar. So, hier treffen wir alle in der Line. Die stehen gerade sehr gut. Mit Delay. Und sind direkt danach nochmal dran. Bis zu ihm schaffe ich es nicht. So, dann machen wir mal den nächsten Breakshot. Am Benison klappt bei ihm jetzt auch gut. Wir werden den nächsten Arzt machen, aber da werden wir... Okay, Sealen hilft nicht gegen Arzt, sondern es macht, sorgt dafür, dass normale Angriffe und Crafts nicht gehen. Ja, nutzt einfach den Geldstinger mit ihm so gut wie es geht. Und so oft wie es geht. Das heißt, es wird jetzt leider mal eine Art durchgehen, aber... Jetzt nicht so wild, Golden Sphere, das trifft... Naja, 2 geht noch. Ich würde ja am liebsten auf ihn hier gehen, weil er hat noch Unbalancing-Chance erhöht. Was leider hier nicht geklappt hat. Den Detektor hebe ich mir noch einmal auf. Unsere Defense ist noch hoch. Die von Nolin allerdings nicht.
wird aber auch gerade nicht wirklich angegriffen, deswegen. Können wir mal versuchen, die beiden hinten mal kurzzeitig schlafen zu legen. Einer schläft für eine Runde. Das gefällt mir ganz gut. So, attackieren wir ihn nochmal. Das geht eh auf beide. Auch erblinden. Erblind, sehr schön. Okay, das Anblenden ist eine Chance erhöht, aber klappt natürlich nichts. Dann machst du Detektor wieder auf ihm. Machen wir jetzt statt Massenschaden wirklich mal nacheinander lieber mal ein hintereinander ausschalten, dass die weniger Aktionen haben. Du sorgst dafür, dass er hier wieder keine Arts machen kann. Oh, jetzt haben die auch einen Doppelangriff gemacht. Vielleicht sollten wir mal eine erste Heilung reinwerfen. Yep, definitiv sollten wir hier ein bisschen vorsichtig sein. Weil. Das trifft auch wieder alle drei. Aber Impiden tut hier nichts, ne? Ne. Also die zaubern gerade, der zaubert auf Lin, was nicht so schlimm ist. Lin kann einiges aushalten. Können ihn hier vielleicht noch erblinden lassen. Alles noch im grünen Bereich, alles noch im grünen Bereich. So, können wir hier eventuell wieder irgendwo alle treffen, in einer bestimmten Linie. Ne, zwischen den beiden geht es genau gerade nicht. So, du... Das würde auch dich selbst betreffen mit dem Heilen, hoffe ich doch. Wir müssen die Defense ab. Und wir ein paar Heilung pro Runde erhalten. Momentan läuft der Kampf eigentlich ganz okay. Hier treffen wir leider nicht beide. Die beiden sind eigentlich auch schon ganz schön gedingsbumst. Vielleicht kriegen wir die drei Lakaien doch relativ gleichzeitig weg. Oh, die beiden sind gesealed, umso besser. Jetzt auch noch niedergenockt, umso besser. So. Schlagen wir hier auch mal ein bisschen zu. So, dann können wir vielleicht, treffe ich hier potenziell alle drei? Irgendwo hier. Chance für drei einzuschlafen. Leider keiner. Okay, dann mache ich mal hier, dass ich die drei treffe. Okay, obwohl ich den hier vorne eigentlich zuerst kaputt machen wollte, sterben die da hinten irgendwie eher. Nicht, dass es mich stört. So, die Dot-Heilung klappt auch ganz gut. Jetzt müsste auch Elliot wieder ein bisschen geheilt werden, genau. So, schalten wir hier hinten zuerst den aus. Hier weiterhin auf ihn. Okay, da will wieder einer mal eine Arzt anwenden. Das werden wir jetzt unterbinden wissen. So,
So. Ihr beide macht den fertig. Lean hinten kümmert sich um die anderen beiden. Ja, hat nicht ganz gereicht. Aber jetzt wird's reichen. Nummer 1. Verfehlt ist immer gut. Okay. Der belebt tatsächlich wieder. Okay, wir sollten definitiv die hier hinten ausschalten. Okay, Nummer 2 da hinten ausgeschaltet. Na, wollte ich gerade sagen, müssen wir den wieder kaputt kriegen. Was? Hallo? Zwei Mists hintereinander. So, du, der ist gerade eh, aber na gut. Weil das hier hinten die beiden Arzt-Anwender sind, sollten wir dafür sorgen, dass der zweite da auch bald down geht. Auch wieder verfehlt, sehr gut. Da hinten will der nächsten wiederbeleben. Der nächste. den werden wir, glaube ich, nicht rechtzeitig tot kriegen, außer. Komm. Sorgen wir dafür, dass er erst gar nicht noch anfangen kann, wieder zu beleben. Und kümmern uns danach 4 gegen 1 gegen Patrick. Und rächen auch Alan ein bisschen, der auch vorgeführt worden ist. Na toll, verfehlt. Jetzt nicht noch mit Scheiß anfangen hier, Elliot. Bakana, Konnahasiger. Unmöglich, so hätte das nicht laufen sollen. So, du musst erstmal wieder hinlaufen zu ihm. Ist ein bisschen weit weg. Steht ihr drei gerade ganz schön zusammen? Machen wir mal eine kleine Heilung. Und du schließt dich dem an. Okay, da kommen wir leider nicht hin, aber zumindest schon mal ihr drei. Könnte es auch gebrauchen. Dass sich Patrick nicht entscheiden kann, wen er hauptsächlich angreifen will. Sondern immer mal auf den geht. Tja, und jetzt würde ich sagen, polieren wir ihn einfach nur noch die Fresse mit normalen Angriffen. Und vielleicht noch ein bisschen Link-Angriffen. Und dem scheint nichts Besseres einzufallen, als uns piercen zu wollen. Jetzt willst du noch mit sowas anfangen. So kriegst du uns nicht, vergiss es. Das war nicht so gut. Und zum Glück haben wir den Heilbuff von Elliot. Der macht sich hier wirklich sehr fantastisch, die kleinen Schäden dann wieder wegzuheilen. So, vermutlich, so, wenn die drei jetzt durch sind, dann müsste er kaputt sein. Ja, wahrscheinlich schon der Elliot-Angriff hier. Usoda. Konobukuga. Unmöglich. Ich habe verloren. Falkwart Level 2 erreicht. Ah, okay. Von Gaius. Der Hauptquarz. Auch wieder ein bisschen Sepid. Nehmen wir alles gerne. Und AP um 2 gestiegen, weil wir die beiden Bedingungen erfüllt haben. Keiner Arzt und keiner ist genockdownt worden. Das reicht. Sieger ist Klasse Nummer 7. Sehr gut. Den haben wir es gezeigt. Nicht schlecht, würde ich sagen. Eine akzeptable Performance. Wir haben es also geschafft. Ja, irgendwie haben wir gewonnen. So knapp war es jetzt auch nicht. Na, wie schmeckt euch das?
Das ist unsere wahre Stärke. Das kann ja wohl nicht sein. Wie konnten wir gegen diesen Dreck verlieren? Interessant, wo Garus immer sein Speer dahin steckt. Hey, das war ein guter Kampf. Und auch ziemlich intensiv. Ein paar Mal mussten wir in die Defensive gehen. Wenn wir nochmal die Gelegenheit haben, wie wär's dann, wenn wir... Nimm deine dreckigen Finger von mir weg. Bild dir jetzt bloß nichts ein, Rin Schwarzer. Nur weil der Lord von Ymir oder Ymirs Lord dich adoptiert hat, ändert es nichts an dem Fakt, dass du ein Nichts bist, geboren mit dem Blut des Pöbels. Du dreckiger kleiner... Das ging ja jetzt wohl wirklich zu weit. Der Rest von euch ist doch nicht besser. Glaubt ihr denn irgendwie, dass eure hohen Noten in den Prüfungen ja verdecken könnten, dass ihr aus den Dreckslöchern der Gesellschaft herausgekrochen seid? Wie sieht's mit dir aus, Frau Reinfort? Eine Familie von irgendwelchen Pennern, die glauben, who think being flush with money, die glauben, dass guter Umgang mit dem Geld alles ist, was sie brauchen für einen guten Ruf oder so? Und was ist mit dieser Barbarin? Dem Barbaren, der Barbarin und eurer Jägersdame da? Ich bin überrascht, dass ja die überhaupt die Anmeldungsformulare ausfüllen konnten für die Akademie. Okay, er ist mit Barbar gemeint. Muskelprotz wahrscheinlich. Was zur Hölle? Nun ja, ich werde nicht leugnen, wie die Reinfort Company ihre Millionen gemacht hat. Bin ich mit Jäger-Tot gemeint? Jägerstusse? Ich weiß nicht genau. Tot als Beleidigung sagt mir auch mal wieder nix. Oh, muss natürlich die Tastatur umstellen. Defunct, Tot, Knirps, Kerlchen, Schlückchen. Wahrscheinlich Knirpsen oder so. Bin ich mit Jägerknirpsen gemeint? Und woher weiß er davon? Die Adeligen wissen mal wieder mehr, als sie wissen sollten. Was für eine schreckliche Sache, sowas zu sagen. Patrick! Womöglich bist du jetzt etwas zu weit gegangen. Ruhe! Ihr habt mir nichts zu sagen, was ich sagen darf und was nicht. Was für ein jämmerlicher Narr. Das reicht jetzt wirklich. Ich bin mir nicht sicher, dass ich das Ganze hier verstehe. Vielleicht kannst du mir das nochmal deutlich sagen oder deutlich machen. Was ist es an Adeligen, die sie besser machen als Leute, die nicht aus dem Adel stammen? Gaius? Ich kann nicht verleugnen, dass ich nicht aus diesem Land stamme. Das sieht man mir ja ins Gesicht geschrieben an. In meiner Heimat gibt's nicht sowas wie euer Klassensystem. Deswegen ist dieses Konzept für mich ziemlich fremd. Deswegen, ich will damit wirklich nicht auf irgendeinen falschen Fuß treten oder sowas, wenn ich nachfrage. Aber ich will einfach nur ganz unschuldig wissen, was es ist, dass die Adeligen über den Rest der Leute, der Gesellschaft, die anderen Menschen überstellt oder erhebt. Die Superiority, die Übermächtigkeit, ne, die, den höheren Rang, Superiority, wie könnte man das am besten im Deutschen sagen, die Überlegenheit, Übermacht, ja, die Überlegenheit. Die Überlegenheit des Adels ist ja wohl selbsterklärend.
Wir kommen aus Familien von, wir kommen aus Familien traditionsreicher und namhafter Blutlinien, die ja über Generationen ihre Tradition aufgebaut haben. Das gibt uns Hochwohlgeborenheit, Ehre, Feinheit, Refinement, Dignity. Ich glaube, für Dignity gibt es auch noch ein besseres Wort. Dignity. Das gibt uns Würde, Erhabenheit, genau sowas in die Richtung. Refinement, Vornehmheit, Raffinesse, Finesse, stimmt, sowas in die Richtung. Und ja, Stolz, den Leute von normaler Geburt niemals besitzen könnten. Wir repräsentieren die Speerspitze der Leistungen, die die Menschheit erreicht hat. Das ist es, was uns zu Adligen macht. Ich verstehe. Diese Erhabenheit und Finesse habe ich mit eigenen Augen gesehen. Das sehe ich darin, wie Laura und Jesus sich verhalten, in ihren Gebaren. Aber das führt mich zu einer weiteren Frage. Ich kann die Wichtigkeit von Tradition, Herkunft, Stolz, Erhabenheit und so weiter verstehen. Ich weiß, warum die eine Rolle spielen. Aber was glaubst, bist du dir wirklich sicher, dass diese Dinge es dir erlauben, dir das zu sagen, was du uns gerade an den Kopf geworfen hast? Gaius. Patrick, ja genau, von wegen Patrick, du bist jetzt Patrick. Nichts gegen alle Patricks da draußen, ich kenne ein paar Patricks, aber Patrick, nein. Patrick, ich... Tja, aber da hat vielleicht Gaius einen Nerv getroffen, von wegen, dass es zu Erhabenheit und Finesse gehört, eben nicht so aus der Haut zu fahren und sonst was aus dem eigenen Mund rauszuwerfen und so weiter. Dass sich das dann auch dem Adel nicht gebührt. Da hat er jetzt vielleicht endlich den Nerv für Patrick getroffen. Ich denke wirklich, du solltest... Gaius stellte eine exzellente Frage. Ich würde sagen, das markiert das Ende unseres Freundschaftskampfes, wenn man das Freundschaftskampf nennen durfte. Ja, ich danke den Mitgliedern der Klasse 1 für ihre, erhabene Kooperation. Und nur, dass ihr es für die Zukunft wisst. Eigenstudium heißt nicht, nur irgendwo draußen herumwandern und tun, was auch immer man will. Das gilt auch für euch beide dort hinten. Zurück in den Klassenraum mit euch. Ja, Instructor. Bitte entschuldigen Sie uns. Ich habe mich dazu entschlossen, dass ich morgen bei eurem Kampftraining all das aufklären werde oder euch darüber in Kenntnis setzen werde, was ihr heute falsch gemacht habt. Ich werde euch die vollständige, Aktion um Aktionswiederholung des heutigen Kampfes geben, damit ihr wirklich darüber nachdenkt, was ihr verbessern könnt. Wenn dem so ist, entschuldigen Sie uns. Patrick, warte auf uns! Einen Moment lang dachte ich wirklich, das könnte sich übel entwickeln. Was mich angeht, hat sich das schon übel genug entwickelt. Genau das ist der Grund, warum ich Adeling nicht leiden kann. Bitte, nenne mich, stelle mich nicht in die Reihe von diesen Nada, mit dem wir hier zu tun hatten. Danke, Gaius. Das hat mir eine Menge bedeutet. Ich bin mir jetzt nicht sicher, warum du mir dankst, aber... Naja, was auch immer ich getan habe, bin froh, wenn es geholfen hat. Okay, das war's dann mit dem praktischen Examen für diesen Monat. Jetzt teile ich euch noch die Orte für eure nächste Feldforschung mit. Ja, das hätte ich schon fast wieder vergessen. Wo geht's denn diesen Monat hin? Also Leute, nehmt euch eins von denen hier wieder. Mal sehen, wie die Gruppenaufteilung dieses Mal ist. Gruppe A, Arlene,
Zusammen mit Arisa, Emma, Yusis und Gaius. Wir gehen in die Nord Highlands. Okay. Nord Highlands. Mal sehen, ob Misty uns dann hinbegleitet in die Fahrt dorthin. Durch die rauen Landschaften oder so. Und Gruppe B ist Machias, Elliot, Laura und Vieh. Zum ersten Mal, dass Yusis und Machias nicht in derselben Gruppe sind. Jetzt, wo sie sich endlich einigermaßen vertragen haben. Brionia Island. Ist das nicht ganz weit im Westen des Empires? Ganz genau. Das ist eine Insel vor den Küsten der Lamar-Provinz, die bekannt ist für ihre Ruinen. Jedoch... Jedoch was? Die North Highlands liegen doch jenseits der... Ja, der Grenzen des Empires im Nordosten, nicht wahr? Ja, genau. Sie sind außerhalb von Ruhr, auf der anderen Seite der Grenze. Ja, seit des antiken Zeitalters ist das Hochland das Zuhause von einem Clan oder einem Stamm von Nomaden. Ja, jetzt wo du es sagst. Du stammst auch aus den nördlichen Highlands, nicht wahr, Gaius? Also wird er mehr oder weniger unser Reiseführer für die nächste Reise sein, oder wie? Ja, das bin ich. Wir haben tatsächlich schon Arrangements getätigt für alle in Gruppe A, dass sie in meinem Zuhause in Settlement, Shudaku, in unserem Dorf wahrscheinlich eher unterkommen können. Ich hoffe, dass es euch dort gefallen wird. Also wusste Gaius jetzt schon im Vorfeld, dass es dorthin geht? Hat Sarah ihn schon gebeten, da entsprechende Beziehungen spielen zu lassen, oder wie? Also wird jetzt ein bisschen nächstes Kapitel oder nächste Feldforschung der Fokus auf Gaius liegen, dass wir mehr von ihm erfahren. Rank up, Dani. Okay, wir sind auf B2 angestiegen und haben Ingenuity als Perk erhalten. Ingenuity. Einfallsreichtum. Genialität und schon wieder die Raffinesse. Arigato, taskatta yo. Vielen Dank, hast mir echt geholfen. War bestimmt Tovas Stimme, oder? Okay, Field Study Day. Ende Juni. Wieder ein früher Morgen im Wohnheim. Alle Wogen sind... es sind noch nicht alle Wogen geklettert. Moment mal, Emma, Yusis, die Gruppe, genau, wir gehen. Vieh und Laura sind in Gruppe B, daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Vieh und Laura müssen ihre Differenzen mit Vieh als ehemaligen Mitglied eines Jägerkorps überwinden, jetzt in der anderen Gruppe. Mal sehen, was wir darüber wieder erfahren werden, wenn wir von der Feldforschung zurückkommen. Ich könnte kaum glauben, als ich die North Highlands neben unserem Namen habe stehen sehen auf dem Zettel. Hätte ich gedacht, dass es uns so weit nach draußen verschlägt. Ja, aber andererseits ist es auch ein wichtiger Ort in der Geschichte des Gründers der Akademie von Emperor Dreichel. Ja, die Highlands waren es, wo er zum ersten Mal seine Militärkräfte zusammengestellt hat während des Kriegs der Löwen. Und das ist auch so ziemlich alles, was ich über die Highlands weiß. Keine Sorge, ich werde euch mehr über uns Nordlinge auf dem Weg dorthin sagen. Es wird auf jeden Fall eine lange Reise. Die Zugfahrt zwischen hier und dort wird 8 Stunden dauern, oder über 8 Stunden. Ui, das klingt ganz schön anstrengend. Aber es klingt nach einer Erfahrung, die sehr viel wert sein wird. Ich schätze mal, dann wird es schon Abend sein, wenn wir dort ankommen. Ob wir uns mit Brot und sowas eindecken sollten, bevor wir losfahren? Ihr müsst im Laden hier auf jeden Fall nichts kaufen, Lady Arisa. Shadow-san.
Einen wunderschönen guten Morgen, Shadon. Wir wollen uns jetzt auch auf den Weg zur Station machen. Natürlich. Ich hoffe, dass ihr eine sichere Reise haben werdet. Und bitte, nehmt das hier mit an euch. Und das ist was? Ich habe mir die Freiheit genommen, einige Sandwiches und einen Pott von Limonentee für jede Gruppe vorzubereiten. Da ich euch kein ordentliches Frühstück hier servieren kann, hoffe ich, dass ihr diese stattdessen im Zug genießt. Vielen herzlichen Dank. Ja, vielen Dank. Das nehmen wir gerne an. Sie sind wirklich sehr aufmerksam, werte Verwalterin. Ja, wir nehmen das sehr gerne an. Ach, nein, nein. Es ist schließlich meine Aufgabe, euch zu dienen. Inzwischen haben sich schon alle sehr an dich gewöhnt als Verwalterin hier, was? Schätze mal, dass ich so ablehnend dir gegenüber war, dafür gesorgt, dass du dich noch mehr ins Zeug geworfen hast, um die anderen für dich zu gewinnen, hä? Ach was, in sowas würde ich doch nie denken. Bitte, meine Lady, bleibt sicher auf eurer Reise. Ich werde jeden Tag, jede Minute an euch denken. Ja, ja, ich passe schon auf. Ach, und übrigens, Shadon. Du führst doch nicht wieder irgendwie was im Geheimen im Schilde, oder? Hm? Wovon redest du denn? Wenn du sagst, dass du nichts planst, dann ist ja okay. Wie dem auch sei, wir gehen jetzt aber wirklich. Ja, eine wunderschöne Reise wünsche ich. Ja, bitte entschuldigen Sie uns. Das Wohnheim ist in ihren Händen. Ihren Händen? Deinen Händen? Habe ich sie bis jetzt immer geduzt von Rin aus? Ich weiß schon gar nicht mehr. Na, sagt Sarah noch was? Scheint, als wäre Gruppe A jetzt auch los. Guten Morgen, Lady Sarah. Hättet sie doch persönlich verabschieden können, wenn ihr wach gewesen seid. Nun ja, die Feldforschung an sich beginnt schon mit dem ersten Aufstehen und Setzen aus dem Fuß aus dem Bett am Tag, wo es losgeht. Und ich bin dafür verantwortlich, sie zu benoten. Deswegen denke ich, ich lasse ihnen die größtmöglichste Freiheit. Nun, dann möget ihr durchaus recht haben. Ich habe aber eine Frage für dich. Wann wirst du denn zurückkommen? Zurück zu wem? Zu den Brazern? Oder wie oder was? Die scheinen ja auch eine Vergangenheit zu haben miteinander. Es ist schon ein wenig beschämend und ungemütlich für mich, dass ihr so scharfsinnig seid, Lady Sarah. Lasst mich mal überlegen. Ich werde zurückkehren, bevor meine Lady und ihre Klassenkameraden es tun. So viel kann ich schätze ich verraten. Verstehe. Zurückkehren jetzt exakt von dieser Feldforschung oder anderweitig? Okay, alle Quartz und Accessories wurden unequipped von den Mitgliedern aus Gruppe B, dass wir dann unsere Gruppe ausrüsten können. Können wir nochmal ins Wohnheim reingehen? Das können wir. Stehen die beiden noch da? Unterhalten sich hier noch miteinander? Ich habe diese Bento-Boxen für euch vorbereitet, oder diese Boxen, damit ihr sie während der Reise genießen könnt. Ich habe etwas vorbereitet, was ihr zu jedem Zeitpunkt eurer Reise essen könnt, ohne dass der Geschmack darunter leidet. Danke, dann genießen wir das.
Passt auf euch auf, Lady Alyssa. Sie plant irgendwas. Ich freue mich schon auf eure Rückkehr. Oh, ich habe nicht gedacht, dass sie so früh auf sind. Wie faul müssen sie sein, dass sie nicht mal sich die Mühe machen, uns zu verabschieden. Das geht jetzt aber, ging jetzt aber noch die Gürtellinie, denkst du nicht auch? Ich glaube, ihr Kinder versteht einfach nicht meine zärtliche Liebe und Hingabe, die ich für euch habe. Fürchtet euch nicht, Lady Sarah. Ich denke, eines Tages werden sie bemerken, wie wichtig sie für euch sind. Ich weiß nicht, wie ich mich fühlen soll, dass ausgerechnet du versuchst, mich aufzumuntern. Kennen sich die beiden von früher irgendwoher? Jedenfalls viel Glück mit eurer Feldforschung. Ich freue mich schon auf die Berichte zu lesen, wenn ihr zurückkommt. So, ich schätze mal, die anderen sind dann alle schon losgegangen. Trotzdem nur sicherheitshalber einmal gucken. Aber ich werde jetzt wirklich, die Aufnahme ging viel länger als ich wollte. Ich wollte eigentlich eine Stunde machen für zwei Folgen. Jetzt habe ich hier etwas über zwei Stunden aufgenommen. Deswegen werde ich es, denke ich mal, in möglichst exakte 30 Minuten vier Folgen geschnitten haben. Was aber gut ist, weil dann geht es bis nächste Woche weiter. Da muss ich jetzt, bevor ich die Abgabe habe von meiner aktuellen Arbeit, die Deadline, muss ich nicht nochmal anderweitig eine Aufgabe von Trails in the Sky machen. Weil dann werde ich das zum Zeitpunkt, wo diese Folge hier kommt, an dem Tag schon längst abgegeben haben. Daher speichere ich jetzt aber hier mal. Beim nächsten Mal geht es dann weiter. Erstmal wieder mit der Stadt nochmal rumgehen. Vielleicht nochmal schauen, dass wir von der Gruppe, mit der wir jetzt unterwegs sind, dass ich von ein paar Leuten, von Gaius muss ich es auf jeden Fall machen, vielleicht nochmal ein paar Slots freischalte, ihm ein paar Sachen mit dazugebe, Uses vielleicht auch. Bei dem beiden ein paar Slots freischalte, mit dem Seepit, was wir haben, noch ein paar Quarz besorgen, also noch ein paar so finale Vorbereitungen machen. Mit allen Leuten wieder reden, natürlich, wie immer, es gehört sich dazu. Hatte ich jetzt gespeichert? Ich glaube ja. Doppelt hält besser. Deswegen, damit geht's los beim nächsten Mal. Deswegen vielleicht erst am Ende der nächsten Folge und ja, der nächsten Aufnahme geht's vielleicht gerade so in die Bahnstation rein. Das könnte wieder eine Folge, volle Folge sein, in der wir erstmal noch hier mit allen verbliebenen Leuten in der Stadt und Akademie sprechen und ich noch ein bisschen equippe und alles. Und dann aber spätestens ab der übernächsten Folge geht's dann auf in die nördlichen Highlands, in die Zugfahrt und so weiter, denke ich mal. Und bis dahin sage ich aber jetzt an dieser Stelle wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und Matane! Bis zum nächsten Mal. Josh. Tschüss.